Nino Zieswiler, das erste Interview mit Maske. Es ist Corona-Zeit aktuell, das hat unser Leben verändert. Auch das Leben der Schüttler. Was ist so das, was jetzt dich persönlich als Schüttler am meisten einschränkt? Ja, sicher alles nebendran, neben dem Fußball. Also, wir kommen einfach wirklich ins Training, gehen dann wieder heim und sind dort vor allem daheim. Und ja, das ist sicher das, was am meisten anders ist als vorher. Dass wir wirklich nur noch ins Training gehen und daheim sind. Was vermisst du am meisten? Ja, sicher die Fans. Es ist offensichtlich, dass die fehlen im Stadion. Und schon der Kontakt mit Mitspielern und alles rundherum. Wir kommen schon angelegt ins Training, gehen eigentlich nach dem Training direkt wieder heim. Und sind nicht mehr gross untereinander spielen, sonst neben dem Platz. Das ist sicher etwas, was fehlt, ja. Wie sieht es mit dem Kontakt mit den Familienangehörigen? Ja, dort bin ich auch recht eingeschränkt auf die engsten Angehörigen. Also es ist meine Familie und Freundin vor allem. Einfach auch, ja, wenn man kein Risiko eingehen will, unnötig. Und dann tut man den Kreis auch auf die Ängste beschränken. Und dann geht das schon, ja. Du hast gesagt, die Personen, die am meisten Einfluss bis jetzt auf deinem Karriereweg sind deine Eltern. Was für Werte haben sie damit auf den Weg? Sicher Dankbarkeit. Ich glaube, das kommt jetzt sogar in der jetzigen Zeit vor allem zum Zug. Also, wir müssen dankbar sein, dass wir überhaupt weiterschauten dürfen in dieser Phase. Und ja, das ist irgendwo ein Privileg. Wir sind, glaube ich, mit der Challenge League und Super League die Einzigen, die überhaupt überhaupt in der Schweiz schauten. Und das müssen wir sicher als Privileg sehen. Interessanter Fakt aus deiner Kindheit. Du hast einmal ein Huhn als Haustier gehabt. Wie hat es geheissen? Auf den Namen weiss ich nicht mehr. Aber ja, mal ein Huhn gehabt, also mehrere Tiere gehabt. Und ja, dann habe ich ein Huhn gesagt. Was für ein Tier wärst du, wenn du jetzt eins herauslesen könntest, wo du sein willst? Ich glaube am liebsten Adler, weil der könnte fliegen und das gibt sicher spannende Eindrücke von der Welt von oben zu sehen. Bis jetzt fliegst du ja vor allem im Goldensummer. Du bist neu zu Nummer 2 seit dieser Saison da beim FC Thun. Und es ist davon ausgegangen, dass über kurz oder lang vielleicht tatsächlich mal die erste Ernst-Cup wirst haben. Wie nervös bist du vor dem Moment, wie du an den denkst? Gar nicht nervös. Also, ich versuche mich eigentlich immer parat zu halten, dass wenn etwas ist, dass ich dann da bin und dann versuche ich meine beste Leistung abzurufen. Als Goal ist das sowieso noch schwierig. Also, als Nummer 2, du bist eigentlich bei jedem Match dabei, musst dich parat behalten für den Einsatz. Weißt aber eigentlich gleich, dass es sehr wahrscheinlich nicht so weit kommt. Wie gehst du mit dem um? Ja, eben, in der Regel kommst du als Ersatzgoalie nicht zum Zug, aber für mich ist es gleich wichtig, dass ich mich auf das Spiel so vorbereite, als würde ich kommen. Und das bin ich sicher, würde es mir dann erleichtern, falls es mich dann brauchen, dass ich dann gut ins Spiel komme. Und gleich ist klar, du brauchst besonders als Nachwuchsgoalie ja sehr viel Geduld, eben, bis der Moment mal kommt, wo du dann den ersten Ernstkampf hast, wie ein geduldiger Mensch bist. Ja, ich bin schon geduldig, aber ja, kann sicher auch dort besser werden. Nein, aber es ist so. Als Goalie machst du vielleicht nicht wie als Stürmer mit 18 ins Debüt. Und das gehört zur Position Goalie. Und eben versuche mich einfach bereit zu halten für den, was mich braucht, dass ich dann parat bin. Von was träumst du, wenn du so an dein Karriere-Highlight denkst? Ja, sicher von der Champions League, denke ich. Das ist so das höchste der Gefühle im Clubfußball. Und das ist schon ein Traum, dort mal zu spielen. Alles Gute auf deinem Weg dorthin. Ja, merci.